So, wieder eine Folge von Major Skippy. Ihr seht hier meine Stadt, an der habe ich ungefähr, war so 6 bis 7 Stunden auf jeden Fall dran gebaut. Ihr seht im Moment 412.000 Einwohner. Die voll ausgebaute Feuerwache, die richtig viel Umsatz kostet im Monat. Und hier die Polizeiwache, die Klinik. Ich fahre einmal kurz durch die Stadt. Ihr seht das hier. Sie baut sich immer noch weiter aus. Also da kommen noch viel mehr Einwohner rein. Übrigens, ich zeige das mal kurz, wenn ihr hier unten auf Verwaltung geht, seht ihr hier die Dichte der einzelnen Gebiete. Und ihr seht hier bei Dichte der Wohngebiete ist ja knapp über die Hälfte erst bei Mittel. Und hier ja, fast ein Drittel ist erst hoch. Das ist die Dichte, das ist nicht die Einkommensklasse. Das darf man nicht vergessen. Das muss man unterscheiden können. Das heißt, ich habe nochmal ja mehr als doppelt so viel Kapazität. Und das nur mit dem, was ich hier jetzt gebaut habe. Und ihr seht, hier ist etwas Platz vergolden gegangen. Ja, das gleiche bei dem Gewerbe. Hier seht ihr, das ist schon ziemlich hoch. Aber ich habe auch nicht viel Gewerbe. Ich zeige das hier einmal. Hier seht ihr, dass ich nur an den Hauptstraßen hier ein bisschen Gewerbe gebaut habe. Und selbst die ist nicht mal in der vollen Dichte. Und Industrie habe ich kaum. Hier rechts nur ganz wenige. Und selbst die sind nicht mal voll ausgebaut. Aber da ist das ein anderes Thema mit der Technikstufe. Hier, die ist immer noch auf Stufe 1. So, was ich aber eigentlich zeigen wollte in dieser Folge, es geht um den Stau, den bestimmt schon vielen von euch zu schaffen macht, mir natürlich auch. Ich habe 3 bis 4 Städte in dieser Größe mit dieser Bevölkerungszahl gebaut und jedes Mal habe ich daraus gelernt und habe dann in der nächsten Stadt noch effizienter gebaut. So wie hier habe ich das jetzt aufgeteilt, weil hier die Anbindung war. Das kam mir gerade gelegen, dass ich hier rechts die Versorgung und die Industrie baue und links der Hauptstraße oder der Eingangsstraße komplett das Wohngebiet. Und ja, trotzdem, trotz dass ich dieses Mal wirklich daran gedacht habe, nur die großen dreispurigen Hauptstraßen hier zu bauen, sogar mit Straßenbahn drauf. Ich zeig das hier einmal, die Straßenbahn fährt wirklich hier überall lang. Trotz alledem habe ich immer noch ein Stauproblem. Ja, ich denke mal, das liegt an den vielen Abbiegern. Ihr seht das hier, ich habe schon nicht so viel Querstraßen gebaut, weil ich in den Städten davor schon extreme Probleme hatte mit dem Stau. Aber es liegt hier wirklich an den Abbiegern.
Ihr seht das hier. Die Linksabbieger sind meistens die Übeltäter. Oder auch, dass die Autos nicht rechts abbiegen, obwohl sie es eigentlich könnten. Und das führt dann dazu, dass hier diese Hauptstraße richtig verstopft. Im Moment geht das noch. Aber zu Spitzenzeiten ging die Schlange wirklich bis hier runter. Das sind übrigens Städte von anderen Spielern. Der Stau ging wirklich, bis er nicht mehr zu sehen war, bis das Ende nicht mehr zu sehen war. Ja, hier am Anfang die Verbindung, die habe ich dazu gebaut gehabt, also das hatte ich nicht am Anfang. Ich hatte zuerst nur eine lange Hauptstraße. Und ich habe hier ein bisschen rumprobiert, versucht das Problem zu lösen. Ich hatte auch schon mal probiert hier mit dem Kreisel zu arbeiten. Das hat alles nichts gebracht. Mittlerweile bei 436.000 Einwohner. Ja, wäre das mit dem Stau hier nicht das Problem, dann würde ich bestimmt die 500.000 locker schaffen. Und das nur bei einer Dichte. Ihr seht das hier, Mittel, knapp über die Hälfte, also da ist noch gut was drin. Na gut, das wollte ich jetzt nur einmal kurz zeigen. Ich zeige das mal in der Stauansicht, hier seht ihr das. Wunderbar rot alles. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, ich habe ein bisschen rumgetüftelt im Sandkasten, Sandbox-Modus, wie man dieses Problem lösen kann. Es ist keine schöne Lösung, aber es ist weitgehend eine gute Lösung. Und dazu wechseln wir einmal die Stadt. So. Hier habe ich einmal eine Karte rausgesucht im Sandkastenmodus, um das mal eben zeigen zu können, wie man ja relativ effizient eine Straße bauen kann, ohne das Stauproblem später. Und zwar muss man versuchen, ein Straßennetz zu kreieren, welches keine Linksabbieger hat. Jetzt fragt ihr euch, was will er jetzt von mir? Am besten zeige ich das einfach mal. Und zwar muss man dafür ein Straßennetz hochziehen, was überhaupt keine anliegenden Straßen hat. So, mal sehen, ob ich das hier auf die Schnelle hinbekomme. Ein paar Anwohner hier einziehen lassen. Ich setze hier ein paar Haltestellen, um die ganze Simulation
zeigen möchte, starten zu können. Und zwar seht ihr schon, es gibt keinen direkten Abbieger. Außer hier an den Ecken, aber dazu kommen wir etwas später. Es ist natürlich eine Herausforderung, eine Stadt zu errichten, die nur eine Hauptstraße hat, an der man dann alles anbringen muss. Versorgung, Dinge, die Schmutz verbreiten, Dinge, Gebäude, welche die Sims nicht mögen. Aber das kann man alles unterteilen. Zum Beispiel hier oben könnte man das Gewerbe, die Industrie, meine ich, setzen mit der Versorgung. Man kann die Straße ja auch nochmal hier oben ein Stück wegziehen. Das ist noch alles möglich. Setze ich hier mal einen Busbahnhof. Baue den mal eben aus. So, hier sehen wir auch schon die ersten Busse aus der anderen Stadt kommen. Ich habe extra zwei Städte erstellt, nur damit hier jetzt genug Busse einmarschieren können. Strom brauchen wir auch. Ich kaufe das Ganze mal eben. So. Der Strom kommt an. Das Wasser kommt auch. Sehen. Ja, ein paar Busse sind schon da, aber es werden noch wesentlich mehr. Noch sehen wir hier keinen Stau. Nicht mal annähernd. So, leider zeigt das hier mal. Leider hat die Autobahn Auf- und Abfahrt in jede Richtung. Nur eine Fahrbahn. Das könnte man vielleicht noch, ja, das können die Entwickler da noch optimieren. Thank you.
noch eine Fahrbahn dazu. Bauen und ja, welche dann vorbei, die einkommende von rechts oder die einkommende von links. Mal sehen, was sich EA Maxis da einfallen lässt, um das Stauproblem zu lösen. Weil das ist doch schon wirklich extrem, habt ihr eben gesehen. Das legt den ganzen Verkehr lahm. So, sind die Busse eingetroffen? Ja, so langsam kommen ein paar. So, ihr seht das, der Verkehr fließt gut in dieser Bauweise. Jetzt simuliere ich einmal erstmal noch mit dieser einspurigen Straße. Simuliere ich jetzt einfach mal eine Querstraße. Fängt das Ganze an zu stauen. Ihr seht es. So, jetzt sagt ihr bestimmt, ja, ist auch nur eine einspurige Straße. Ich update diese Straße. So, da wird es nicht wirklich besser. Auf dieser mittleren Dichte. Ja, auch nicht wirklich besser. Noch eine Stufe, das ist jetzt die höchste Stufe. Ohne dass es eine Hauptstraße ist. Und ihr seht, so richtig gut ist es aber auch noch nicht geworden. Und das ist nur eine Querstraße in der Stadt, die ich euch eben gezeigt habe, da waren nicht viele, aber einige Querstraßen. Und ja, ihr seht schon hier, ab einer Querstraße, ab einem Linksabbieger geht gar nichts mehr hier. Ihr seht das, zwei Spuren zum Linksabbiegen. Die rechte Spur sind die geradeausfahrer. Und ja, das staut hier extrem. Nehme ich diese Straße wieder weg. So, seht ihr, dass sich der Stau auflöst. Wunderbar fließt, weil jedes Fahrzeug hier durchfahren kann. Ihr seht das hier, die rechte Spur ist immer die schnelle Spur. Die mittlere ist halt die mittelschnelle. Und die linke... Ne, Quatsch. Die ganz links, Entschuldigung, die ganz links ist die schnelle Spur. Und ganz rechts halt die langsame Spur. Ihr seht das auch, dass die Autos auf der rechten Spur nicht so flott unterwegs sind. So, Stau aufgelöst. Da hinten noch ein bisschen, nur wegen dem Busbahnhof. Aber das ist alles nichts. Probleme gibt es, wenn man dann eine Feuerwache oder eine Polizeistation oder die Klinik baut, weil die staut nochmal zusätzlich. Ich kann ja mal hier eine Polizeistation bauen.
Jetzt sehen wir hier einen Zebrastreifen. Und die Auffahrt für die Streifenwagen. Und dieser Zebrastreifen, der lässt wieder ein wenig Stau entstehen, nämlich wenn die Fußgänger rüber möchten. Aber das sollte nicht allzu schlimm sein. Aber ihr seht hier schön, wie der Verkehr fließt, weil es halt keine Querstraßen gibt. Ja, das war die Staulösung, die ich euch zeigen wollte. Im Moment ist das meiner Meinung nach die optimalste Lösung, diesen extremen Stau zu umgehen, bis das ja mit einem Patch behoben wird, dass nicht so viele Autos unterwegs sind oder ja, im Moment kommen auch noch Busse aus anderen Städten, wenn man mit mehreren Spielern spielt, obwohl diese gar nicht beabsichtigen, Busse oder irgendwelche anderen Autos zu schicken. Gut, wäre auch noch so eine Option, Pendler ausschalten. Hier sehen wir das, Pendler nach außerhalb, Pendler von außerhalb. Dass man das irgendwie weg-xen könnte. So dass man sagt, ich möchte erstmal niemanden von außen. Aber das wird vielleicht noch kommen. Ja, das war der Straßentest. Freut euch auf das nächste Video. Ich hoffe, ich habe euch hier einige kleine Tipps geben können. Freut euch auf viel mehr zu jedem Thema hier im Game. Es gibt die ganzen Spezialisierungen. Es gibt die ganzen Dichten der einzelnen Straßen. Und die Einkommensklassen. Das werde ich noch alles in einem oder mehreren Let's Plays versuchen zu erklären. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein wenig helfen. Es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.